Ich begrüße euch wieder recht herzlich bei Nähe TV. Mein Thema: Angst. Es ist nicht die normale Angst, die das Leben so prägt, die man sich im Laufe seines Lebens erwirbt, sondern hier geht es genau darum, um die Angst, die im Moment geschürt wird. Die meisten Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt, sind von Angst durchdrungen, weil ein Dogmenschwert, wie man schon sagt, über uns hängt, was sich die Pandemie nennt. Wo jeden Tag Menschen erkranken, wo keiner aber erkennt, dass irgendeiner wirklich krank ist. Das heißt, dass Menschen krank werden, gehört zur Normalität, das gehört zu ihrem Bewusstsein, zu ihrem Lebenstypus. Sie leben, sie machen, sie tun, sie verstehen nicht. Sie verwalten ihre Informationen auf der verkehrten Seite, die ihn nachher krank macht. Das ist schon seit Menschengedenken so. Wer von uns kann schon wirklich bewusst denken, bewusst handeln, bewusst leben? Nun kommt noch eins dazu. Jetzt in unserer Pandemiezeit ist das Leben essentiell bedroht. Es ist wie so ein Heckenschütze, der hinter einem Baum steht und du weißt nicht, ob du getroffen wirst oder dein Gegenüber oder der neben dir läuft. Oder wer auch immer. Du sollst dich impfen lassen gegen die Pandemie, gegen den Virus. Du kannst den Virus weitertragen. Du kannst andere anstecken. Du kannst dich selber anstecken. Du kannst einen leichten Verlauf haben. Du kannst einen schweren Verlauf haben. Du bist sowas in Angst, weil du gar nicht weißt, was kann. Du hast keine Sicherheit, keine innere Sicherheit. Du bist, wie man es schon sagt, im Volksmund durch den Wind. Und das ist, was ich mit den Familienstellen auflösen möchte, dich wieder zu erden, dich wieder an dein Leben anzubinden, auch an das neue Leben, was hier gerade geschieht, um dass du mit beiden Füßen auf die Erde stehen kannst und leben kannst. Dass du dich wieder neu in dein Leben einrichten kannst und sollst. Wenn dir dies geholfen hat, melde dich bei mir, wir machen eine Aufstellung und ich freue mich auf dich. Siehst du, die Engel rufen schon.